Hallo Freunde der Sonne, Christian Mischermeier, Vater, Beziehungscoach. Heute mit einem Schmankerl, nämlich ein kleiner Teil meines neuen Antitraumakurses Breaking Good, haben wir näher genannt, Trauma mit kleinem T. Also es geht um diesen Alltagsfrust, den wir so alle erleben oder in der Kindheit erlebt haben. Genau, seid ihr auch schon die Hitze so leid. Ich kann keine Sonne übersehen gerade. Ich bin überhaupt, ich freue mich einfach nur noch auf den fucking Winter, Leute. Ey, ist so heiß. Gut, aber das Wichtigste, letzte Tag heute 28%. Wenn ihr mal immer mal gedacht habt, Mensch, Kurse vom Hemd, die sind ja eh schon so, ja, erschwinglich im Gegensatz zu vielen anderen. Und dann noch mit dem Code, also wisst ja, gibt es nicht oft bei mir. Dann bis heute Abend 24 Uhr könnt ihr alle meine Kurse vergünstigt bekommen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns bitte lieb und nett. Sonst kriegt ihr meinen Backup-Team-Vogel irgendwie. Also manchmal, weiß ich auch nicht, vergessen Menschen so ein bisschen so die Etikette beim Schreiben, sag ich mal. Genau, aber wir versuchen alles zu beantworten heute. Was ist so der richtige Kurs für dich und so weiter. Ich sitze aber heute im Auto, deswegen dachte ich mir, ja, schicke ich mal euch mal einen Teil von diesem Antitrauma-Kurs. Und zwar geht es um Ziele und Werte, also deine persönlichen Werte. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema von mir, beziehungsweise auch eine gewisse Zukunftsorientierung. Ja, das geht dann gleich los. Schöne Umgebung aufgenommen. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich noch irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, keine Ahnung, ist irgendwie weg. Egal, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, haut es einfach rein. Wenn ihr mir sonst irgendwie Fragen schicken wollt, geht es über ein Formular auf liebeschunk.de. Natürlich sind auch diese ganzen Kurspakete, die ja eh schon vergünstigt sind, sind auch nochmal vergünstigt. Also was weiß ich, wenn du sowas wie 6 Hauptmodule oder keine Ahnung, es gibt auch so ein Paket mit allen meinen Kursen oder praktisch allen meinen Kursen. Genau, das wollte ich noch sagen. Dieser Traumakurs ist der einzige, der jetzt nicht reduziert ist, weil er sowieso schon reduziert ist zum Frühbucherpreis. Aber ich habe auch noch so ein Paket reingestellt mit sozusagen unterstützenden Kursen zu diesem Antitraumakurs. Ein Paket, glaube ich, mit 4 oder 5 Kursen, was dann auch super zu passt. Auch nochmal vergünstigt, genau. Ja, das wollte ich noch sagen. Und ansonsten, wenn ihr nicht weiß, wo ihr anfangen wollt, wie gesagt, schreibt mir einfach eine Mail. Also für die meisten ist es gut, mit Modul 0 oder mit Modul 1 anzufangen. Es sei denn, du sagst, Mensch, ich habe nur Bindungsangstthemen, sag ich mal, oder nur Verlustangstthemen, dann wäre es ja, Bindungsangst Modul 4, 6 und 9, dann Verlustangst ist ein Extrakurs. Gibt auch ganz viele Spezialsachen, ne? Wenn ihr die nicht findet, schreibt uns einfach Eifersucht, Spiritualität und heiß geiles Leben, Glaubenssätze, Sachen, über die ich rede auch nicht immer drüber. Ich weiß auch nicht, wer das alles schon kennt und was weiß ich. Denn Liebeship Pro haben ganz viele gebucht, so einen Kurs für die Fortgeschritteneren. Schaut einfach mal rein, müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Und jetzt viel Spaß mit diesem kleinen Teil von dem neuen Kurs. Wir sehen uns. Ciao, ihr Lieben. Ja, ich sage ja immer, dass es viel um Werte geht in meiner Arbeit. Wie gesagt, das ist jetzt nicht damit gemeint, ob du 10% oder 5% Trinkgeld gibst oder sowas, sondern deine Werte und deine Ziele vor allen Dingen, weil meine Arbeit ist eigentlich sehr so die Zukunft gerichtet, ne? Gar nicht so sehr in die Vergangenheit, in das Kind oder so, sondern eher, wo will ich eigentlich hin? Ich sage ja ganz gerne immer, das Verhalten ist die Sprache des Gehirns. Das heißt, so wie du dich verhältst, und das Verhalten ist auch deine Gedanken, das Verhalten ist, was du machst, daraus lernt dein System wiederum, was es über dich denkt, sozusagen, ne? Das heißt, wenn du, auch wenn du keine Lust hast, wenn du ein selbstbewusstes Verhalten ausübst, auch wenn du dich ein bisschen dazu zwingen musst, nimmt dein System sozusagen auf, wow, das ist der Typ hier, der das macht, ist ja ganz schön selbstbewusst, und damit steigert dann dein Selbstbewusstsein. Das ist auch in meinem Selbstbewusstseinskurs sehr viel drin, dass ich gar nicht glaube, dass Selbstbewusstsein so viel bestimmte Gedanken sind, sondern Selbstbewusstsein ist vor allen Dingen Verhalten. Und das ist eben auch hier in diesem Kurs auch. Wenn du Sachen verändern willst, dann geht das eben gut über Verhalten. Und die Idee ist eigentlich mal so ein bisschen zu sagen, okay, ich setze mir jetzt ein Ziel. Nehmen wir mal an, du hast ganz schlechte Dating-Erfahrungen gemacht. Du bist jetzt lange Single und oh Gott, wie komme ich denn jetzt wieder ins Dating rein, ne? Ja, also keine Ahnung, kannst, vielleicht spricht dich irgendjemand an, vielleicht ist es auch eine Dating-App.
wie und warum spielt es auch erstmal keine Rolle. Aber nehmen wir an, du willst wieder daten und denkst, ah nee, das sind immer die gleichen Arschlöcher und keine Ahnung, passt nicht. Aber dann wäre es sozusagen ein gutes Ziel, dir zu sagen, naja, aber eigentlich will ich das ja. Also mein Wert ist, ich möchte mal wieder in einer Beziehung sein oder ich möchte mal wieder kuscheln oder Sex haben oder was auch immer. Und dann sagst du eben, nee, das ist aber mein Ziel und dafür muss ich daten so, ne? Und es gibt sowas, hat man früher so wohlgeformte Zieldefinitionen genannt. Also das ist, wie können denn so ein Ziel aussehen, so, ne? Und ein Ziel ist erstmal etwas, was sehr spezifisch sein sollte. Das heißt, wenn du dir jetzt, würde ich auch einladen, dann nach diesem Video vielleicht mal zu überlegen, was für Ziele du dir mal setzt für die nächste Zeit. Kann ja irgendwas Kurzfristiges sein, was Mittelfristiges, was Langfristiges. Das sollte irgendwas sein, was sehr spezifisch ist, ne? Also nicht so, nee, jetzt date ich mal wieder, sondern, keine Ahnung, nächste Gelegenheit, wo ich jemanden daten kann, sage ich auf jeden Fall ja, ne? Wenn das so minimal passt so. Oder es könnte sein, ja, ich bin jetzt nicht so unbedingt pro Dating-Apps, aber könnte sein, dass du sagst, nee, mein Ziel ist jetzt, das ist gerade das Praktische, ich gehe mal wieder auf eine Dating-App und werde da mal einen Typen matchen innerhalb der nächsten 30 Tage so. Das wäre ein spezifisches Ziel, so dass du ganz genau weißt, was soll ich jetzt eigentlich? Und damit programmierst du auch dein Unbewusstes wieder, ne? Weil unser Unbewusstes, das funktioniert wie so ein Navigationssystem, so, ne? Wenn das keine Richtung hat, dann, boah, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen, ne? Aber wenn der Unbewusstes weiß, die Helga oder der Tom, der will jetzt in einem Monat ein Date haben, dann sucht es auch Situationen, wo sowas dann auch entstehen kann. Genau. Ja, dann sollte es eben anpassungsfähig sein. Das heißt, Gott, wenn es jetzt, wenn du nach 23 Tagen krank wirst und du kannst 7 Tage da nicht reingucken in deine Dating-App oder wie auch immer, dann sind es eben 37 Tage. Ne? Also man sollte sich da jetzt nicht zu festhängen. dann sollte es realistisch sein. Wäre jetzt in diesem Beispiel, also das ist jetzt, glaube ich, kein gutes Ziel zu sagen, so in einem Jahr, du kannst ja versuchen zu manifestieren, aber in einem Jahr möchte ich verheiratet sein und eine Villa für 5 Millionen haben. Also kannst du versuchen, aber wäre vielleicht ein bisschen unrealistisch und sollten klare Termine sollten drin sein. Ne? Und natürlich werden, wenn du vorher schlechte Erfahrungen gemacht hast, werden in diesem Prozess negative Gefühle auftreten, ne? Aber da kannst du dich dann wieder erden, in deinen Körper gehen. Außerdem, wie gesagt, wenn es sich jetzt um Dating handeln sollte, ja, wärst du natürlich top vorbereitet, du weißt, worauf du achten musst, hast vielleicht einen Datingkurs gemacht, was auch immer. Das heißt, du gehst da gar nicht mehr so unvorbereitet in Sachen rein, so, ne? Und wenn dann diese negativen Gefühle auftreten, ja, dann treten sie eben auf, ne? Da sind wir wieder bei dieser Metapher des Hintergrundradios, das läuft da eben und sagt dir, nee, alle Männer sind schlecht, alle Männer sind böse, aber dann sagst du dir halt, ja, ist okay, nettes Radioprogramm, aber ich mach's trotzdem, ne? Ich werde da schon mit zurechtkommen, ne? Mit dem, was da passiert. Also deine Aufgabe jetzt hier, setz dir mal ganz spezifische Ziele mit einem ganz spezifischen Zeitraum. Und falls es jetzt trotzdem du dieses Ziel nicht erreichen solltest, dann setz dir eben das nächste. Also auf gar keinen Fall jetzt irgendwie streng mit dir sein oder so, das bringt gar nichts.